Moin moin, guten Tag und hallole zu Folge Nummer 10 der Tempelstadt. Ich bin ja noch im Vorproduktionsmodus und ja, ich hatte ja beim letzten Mal gefragt, was haltet ihr halt eben von den Geländerdesignen oder ja, Designmöglichkeiten. Ja, also das ist für mich jetzt nicht lange her. aber ja, gut, okay. Muss ich halt eben noch ein bisschen halt eben abwarten. Jetzt tun wir hier gerade mal ein bisschen Platz schaffen, weil wir müssen ja hier jetzt nicht alles Mögliche halt eben hier noch mit rumtragen. Denn wir brauchen ja gleich ein bisschen Platz, um hier die Dachterrasse, könnte man halt eben sagen, dann halt eben zu bauen. In der letzten Vorlage, also in der ersten Version unserer Tempelstadt, hatte ich das ja mit Steinziegeln gemacht und da hatte ich in den Kommentaren gelesen, mach es doch dann halt eben eher mit Holz, also dass wir da halt eben einen Holzboden dann halt eben für die Erhöhung halt eben verwenden. Da hätte ich jetzt dann halt eben einfach mal vorgeschlagen, nehmen wir Eiche. Können wir ja mal vielleicht genau Eiche jetzt halt eben mal nehmen. Für die Treppen, soll man da auch Holz nehmen oder den Stein? Ne, nehmen wir, glaube ich, halt eben auch besser halt eben das Holz. Nehmen wir dann halt eben vielleicht auch die Halbstufe halt eben dafür, nicht die Treppenstufe. Sieht vielleicht ein bisschen besser halt eben aus vom Übergang her. Und ja, die weiteren Sachen, die würden wir eigentlich erst später bzw. danach brauchen, aber ich kann sie ja schon einmal rausholen. Hier braucht man die Fichtentür, also die würde besser aussehen. Es würde wieder diese Blumenkästen halt eben machen. Und in der Mitte würde ich ja gerne halt eben wieder die Feuerstelle halt eben machen. Die würde ich halt eben auch wieder gerne einrahmen. Nehmen wir aber vielleicht mal glatten Stein. Ich glaube, das könnte halt eben besser aussehen, oder? Also probieren wir es jetzt halt eben einfach mal. Wo bist du? Treppenstufe, glatter Stein? Oder sowas? Na, ich weiß nicht. Na, hier. Wir können es ja danach halt eben ja immer noch umändern, aber so als Idee wäre das jetzt ja mal schon nicht verkehrt. Jetzt schaue ich gerade noch nach dem Nazarek, genau. Oh, da hatte ich jetzt aber auch einen Slang drauf, oder? Ja, gut. Fangen wir mal an, dann halt eben hier mit dem fröhlich munteren Zusammenbasteln von der Ecke, die wir dann ja als Erhöhung halt eben verwenden wollen. Wobei, wir haben ja jetzt diesmal den Eingang nicht so schräg nebendran, sondern ziemlich genau in der Mitte. Dann könnten wir ja eigentlich auch so eine gerade Linie halt eben rüberziehen für die Erhöhung. Oder wir machen alles gleich halt eben etwas höher, aber ich weiß nicht. Ich finde so eine Abstufung halt eben drin schon ein bisschen angenehmer. Aber wir müssen es ja nicht übertreiben. Dann können wir jetzt einfach mal von hier geradeaus durch bis hier rüber gehen. Dann machen wir wie Play. Nein. 2 Slash. Replace, genau. R to Eiche war das, oder? Also Oak Wood. Oak Door. Planks? Planks? Könnten es Planks gewesen sein? Ja, passt. Okay, sehr schön. Ja, also während ich das jetzt hier dann gleich mal auffülle, möchte ich halt eben noch eine kleine Ergänzung halt eben bringen zu dem Thema, was wir halt eben beim letzten Mal hatten, halt eben mit dem Teleportieren. Denn
Es war ja die Frage im Raum gewesen, ob das dann halt eben ja automatisch halt eben gelernt, also ob das halt eben irgendwie eine Ausbildung ist oder ob man das halt eben automatisch kann oder wie das halt eben genau geht mit dem Teleportieren. Und da hatte ich halt eben vergessen zu erwähnen, dass es halt eben auch sehr wichtig ist, dass ups, das ging ein bisschen drüber hinaus. Dass man halt eben immer ein genaues Bild davon hat, wo man denn ja sich hin teleportieren möchte. Denn ja, man sollte halt eben ganz genau wissen, wo man sich hin teleportiert und da am besten halt eben ein ja, aktuelles Bild halt eben davon haben. Nicht, dass man dann sich aus Versehen halt eben irgendwo rein teleportiert, weil das ist dezent schmerzhaft, wenn man dann zum Beispiel in einer anderen Person dann halt eben auftaucht oder wenn man dann halt eben irgendwie in einem Baum oder in Felsen oder was auch immer dann halt eben auftauchen würde. Ja, also es gibt halt eben in ja, offiziellen Teleportationspunkten, könnte man halt eben sagen, die halt eben auch stark besucht sind, wie zum Beispiel hier die Wirtshäuser hier an den Rändern der Tempelstadt. Da ist es halt eben so, dass es halt eben spezielle Ankunftsräume gibt. Okay, jetzt habe ich mich über die Zunge gestolpert. Nein, das ist auch kein gutes Deutsch. Meine Güte. Also ich hab's heute irgendwie mit der Sprache, aber naja, ihr seid's ja leider schon fast gewohnt. Ja, also es gibt halt eben spezielle Räume, wo man dann halt eben ankommt. Und es gibt dann halt eben auch Räume, wo man dann halt eben sich wegteleportiert oder wegteleportieren kann. Ja, also es ist halt eben so, dass Moment mal. Ja, passt. Es ist halt eben so, dass diese Räume halt eben, ja, man könnte sagen, schon fast speziell bewacht sind, dass man da dann halt eben sich nicht explizit lange aufhält und dann halt eben, ja, im Endeffekt ist dann halt eben direkt, ja, rausgescheucht wird, also dass man da halt eben wirklich nicht, ja, zu lange dann sich drin aufhält, um somit dann halt eben immer den Platz halt eben freizugeben. Aber es gibt halt eben auch ja kleinere Gasthäuser, wo man dann halt eben nicht ja diesen Zauber oder diese Mechanik dann halt eben mit drin hat. Und ja, da muss man dann halt eben ganz schön aufpassen, beziehungsweise muss man halt eben drauf vertrauen oder man macht halt eben gleich halt eben ganz andere Sachen und sagt halt eben, gut, okay, ich habe mir selber ein Bild gemacht, also wirklich halt eben ein Bild von dem Ort halt eben so verzaubert, dass da halt eben immer der aktuelle Stand dann halt eben angegeben wird. Dass man, bevor man sich dann halt eben hin teleportiert, oh Mist, das funktioniert jetzt aber dann nicht, bevor man sich dann halt eben hin teleportiert, dass man dann halt eben sagt, ja, ich weiß halt eben, was mich dort erwartet. Also das ist natürlich halt eben möglich und das ist halt eben auch irgendwie so, ja, fast üblich halt eben, dass man halt eben sowas halt eben hat und macht, beziehungsweise so im Allgemeinen halt eben verwendet. Denn es wäre halt eben, wie gesagt, höchst unangenehm, wenn man sich in
irgendwelche Gegenstände, Personen oder Tiere halt eben rein teleportiert. Ja, das wollte ich, wie gesagt, halt eben noch erwähnt haben mit den separaten Bildern. Wenn man jetzt zum Beispiel zu sich nach Hause teleportiert, dann hat man ja einen, ja, weiß man ja ganz genau, was man halt eben wohin gestellt hat und kann somit dann halt eben auch sagen, gut, okay, ich muss da jetzt halt eben kein extra separates Bild halt eben davon haben oder ähnliches. Manche haben dann halt eben auch einen speziellen Bereich bei sich zu Hause, bei dem sie dann halt eben auch, bei dem sie dann halt eben auch dann halt eben, ja, bestimmte Sachen dann halt eben direkt dorthin teleportieren können. Zum Beispiel jetzt halt eben, jetzt mal ganz plump gesagt, halt eben den Einkauf dann halt eben dahin teleportieren. Oder ja, wenn man jetzt dann halt eben zu irgendjemanden halt eben sagt, ja komm, ich lade dich halt eben zu mir nach Hause ein, wir können uns direkt dort und dorthin teleportieren. Und dann halt eben das dann halt eben ganz genau erklären, beschreiben, und wenn der andere entsprechendes Vertrauen hat, dann kann er sich da ja dann halt eben, ja, wie gesagt, halt eben hin teleportieren. Ich bin jetzt hier gerade noch am überlegen, was wir da jetzt halt eben sonst noch gerade so hinpacken möchten an Blumen. Sonnenblume obendrauf ist, glaube ich, ein bisschen zu heftig. Aber wir könnten ja... Koralle würde zwar toll aussehen, aber die braucht halt eben direkt Wasser. Weil ansonsten geht die ein. Und das kriegen wir hier oben jetzt nicht so hin. Zumindest nicht bei diesen Erdblöcken. Ja gut, okay, dann müssen wir halt eben wohl mit Knochenmehl dann halt eben noch etwas arbeiten. Aber das ist ja dann das kleinste Problem, vorausgesetzt wir finden Knochenmehl da. Schauen wir mal, wie... Ist der Farm zu groß? Ich weiß nicht. Also ich bin da jetzt ehrlich ein bisschen unschlüssig, ob der eventuell zu groß sein könnte. Pilz? Okay. Pilz kann ich nicht so setzen. Komisch. Kann ich ihn auf normalen Stein setzen? Nee, auch nicht. Komisch. Da war noch was, da war noch was. Stimmt, den braunen Pilz könnte ich ja dann halt eben noch probieren, aber dürfte theoretisch fast das gleiche sein. Ja gut, okay. Dann halt eben nicht. Oder brauchte der ein bestimmtes Lichtlevel, also dass es halt eben sehr dunkel ist. Na, ich weiß nicht, aber hier hätten wir einen kleinen Farm. Das wäre doch halt eben was. Toter Busch? Nee, toter Busch ist, glaub, nicht so einladend. Bonsai-Bäumchen? Ja, könnte man Bonsai-Bäumchen halt eben noch reinsetzen. Bräuchten aber einen Blumentopf dafür. Weil ansonsten wächst der Baum aus und das wollen wir nicht. Hier, Blumentopf. Ja, also das ist halt eben noch zum Thema Teleportation halt eben noch ein bisschen halt eben dazu zu sagen, zu erwähnen, dass da halt eben besondere Bedingungen gibt, sag mal so rum. So, Bäumchen rein. Kleiner Farn, den machen wir mal dahin. Ja, sieht nicht so schlecht aus. Machen wir vielleicht noch einen Farn hier hin und den Rest machen wir jetzt einfach mal mit Knochenmehl und schauen, was da halt eben rauskommt.
so. Nein, das sieht nicht gut aus. Doch, was da. Okay. Ja, nicht optimal, aber... bisschen... Ne, da machen wir, glaube ich, auch besser nochmal eine Blume ran. Zu hoch, zu hoch, zu hoch. Nech. Okay, also irgendwie klappt das nicht so ganz, wie ich es mir vorgestellt habe. Da Blümchen. Nee. Okay, dann müssen wir Blümchen wohl dann noch von Hand setzen. Tun wir mal diesen Sternlauch nehmen. Mohn. Nee, bleibt man nicht beim Mohn, aber Maiglöckchen. Kann man solche Wurzeln auch setzen? Ich glaube eher nicht, oder? Dumm. Es gab doch noch mehr Blumenarten, oder? So eine Rose könnte man halt eben vielleicht noch setzen. Auch wenn sie dann halt eben nicht gerade sehr besucherfreundlich ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, komm, packen wir die hier so separat und machen wir hier noch Maiglöckchen rein. Dann könnte man da halt eben noch zwei Sachen, nehmen wir vielleicht noch eine Kornblume, damit wir nochmal ein bisschen was Blaues haben und einfach nur eine Margarite. Ja, komm. Dann machen wir hier die blaue Kornblume und die Margarite hier und jetzt haben wir alles ausgefüllt. Gut, dann versuche ich jetzt mal hier noch die Mitte exakt rauszufinden. Nicht Doppelchen. Ich habe doch die Kästen so gesetzt, dass das... Dann ist das hier jetzt wohl die Mitte. Ja, gut, passt. Dann machen wir hier das jetzt einfach mal frei, dass wir hier dann halt eben wirklich eine schöne Feuerstelle dann halt eben hinmachen. Muss mal mit Stein umranden und dann schauen wir mal, wie es dann aussieht, ob das dann halt eben gut wirkt oder halt eben nicht. So, ich versuche gerade mir einfallen zu lassen oder halt eben zu überlegen, was gibt es denn halt eben noch so, was ich jetzt einfach so, ohne jetzt groß auszuschweifen, dann halt eben vielleicht erzählen könnte, so als kleine Nebenthemen, denn die Kommentare habe ich halt eben ja alle schon abgearbeitet und ich habe jetzt gerade aktuell keine neuen Kommentare, weil ich, wie gesagt, halt eben noch am großen Vorproduzieren bin. Aber ja, das kriegt man dann halt eben schon hin und ist ja jetzt auch nur eine Ausnahmeregelung. Und ja, das ist ja nicht die ganze Zeit halt eben so. Ich kann euch vielleicht dann halt eben was zum Thema, sagen wir mal, Verlobungen dann halt eben mal erzählen. Genau, weil Verlobungen in der geweckten Welt sind ja dann halt eben auch fast so wie in der Schläferwelt, nur halt eben mit dem dezenten Unterschied, dass da halt eben noch ein bisschen viel Magie und Zauber halt eben mit dabei ist. Denn in der geweckten Welt ist es nicht so Tradition, dass es dann halt eben einfach heißt, gut, okay, die Frau heiratet in die Familie des Mannes dann halt eben mit rein, sondern es wird in die nächstmächtigere Familie dann halt eben eingeheiratet. Das heißt, bei einer Verlobungsfeier, wo dann halt eben auch die entsprechenden Familienmitglieder dann halt eben anwesend sind,
ist es halt eben so, dass die dann halt eben ein kleines Ritual dann halt eben haben, bei dem dann halt eben auch die zwei, die sich dann halt eben verheiraten möchten, dass die zwei dann eine Schale mit Wasser dann halt eben vor sich hat, also nicht einfach nur normales Wasser, sondern halt eben Nymphenwasser, also Wasser, das mit Magie versetzt ist. Und dieses Wasser wird dann halt eben auch noch halt eben mit einem Zauberspruch dann halt eben versehen. Und bei diesem Zauber geht es dann halt eben darum, dass halt eben wirklich rausgefunden wird, welche Familie oder halt eben, wie es auch in der Romanwelt heißt, welche Blutlinie ist dann halt eben jetzt die mächtigere. Ups, jetzt habe ich mich ein bisschen drüber gestolpert. Welche ist die mächtigere Blutlinie? Und dementsprechend wird dann in diese Familie eingeheiratet. Das heißt, das war jetzt 1 zu 4. Das heißt, bis halt eben zur Verlobung kann es halt eben gut möglich sein, dass halt eben keiner halt eben weiß, wer wird welchen Namen dann halt eben tragen, also wer wird in welche Familie halt eben einheiraten. Und ja, deswegen ist es halt eben immer ein sehr, sehr spannendes Thema, weil mit der Blutlinie, also mit dem entsprechenden Namen, hat man ja dann auch entsprechende Vor- oder auch Nachteile. Dementsprechend ist es halt eben dann auch von wichtiger Bedeutung, wer jetzt halt eben wie, also wer jetzt in welche Familie halt eben reinkommt. Meistens kann man sich halt eben vor halt eben schon denken, weil es, ja, man könnte sagen, halt eben eine grobe Faustformel gibt. Derjenige, der dann halt eben mehr magische Vorfahren halt eben aufzeigen kann, der hat halt eben meistens dann halt eben auch mehr Macht und kann somit dann halt eben auch eher den eigenen Namen dann halt eben weitergeben. Ich muss gerade noch mal kurz unterbrechen, weil ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ob wir das jetzt so lassen sollen, dass wir jetzt wirklich noch so viel Fläche zum Rumlaufen lassen sollen oder ob wir da dann halt eben vielleicht auch noch mal so Sitzgruppen hinmachen wollen. Oder das wäre vielleicht eine tolle Idee. Machen wir halt eben nochmal mit Grasblöcken so einen Viererblock und machen dann halt eben vielleicht bei einem so einen Block einen Baum dann halt eben hin und bei dem anderen dann halt eben eine Hecke. Das wäre doch vielleicht eine nette Idee. Ich weiß jetzt nicht, ob das gerade so passend ist. Testen das einfach hier rüber raus, ja, ich gut Deutsch. Ach ja, ja, ihr wisst ja, was ich meine, glaube ich. Ich glaube, das könnte funktionieren. 1, 2, 3, 4, ziehen wir es besser ab. 1, 2, 3, nein, müsste hier noch eins weiter rüber gehen. Wir hätten auch das andere um eins versetzen können. Aber ich denke, ein bisschen weiter weg vom Feuer ist es schöner oder angenehmer. Genau. Können wir hier vielleicht noch so eine grüne
Ecke dann halt eben reinmachen. Den machen wir aber dann hier so. Genau, dann haben wir hier noch vier grüne Inseln. Und dann dürfte das dann, glaube ich, halt eben auch schön aussehen, wenn wir das natürlich noch vollends ausgekleidet haben. So, ja, wie gesagt, Verlobung ist halt eben was Großes, was Spannendes, wobei manchmal ist es halt eben auch etwas vorhersehbar, wer jetzt in welche Blutlinie dann halt eben einheiratet. Und wegen diesem, ja, kleinen Blutritual ist es halt eben auch, also auch damit ist es halt eben verbunden, dass es dann halt eben nicht Familie heißt, sondern Blutlinie. Denn wenn man dann halt eben später bei der Hochzeit dann halt eben auch ist, da werden dann halt eben auch die Blutlinien dann halt eben miteinander vermischt, beziehungsweise ja, in Anführungszeichen getauscht, auch halt eben ein Zeichen der Verbundenheit, also so ähnlich wie in der Schläferwelt halt eben mit den mit den Ringen, die man dann halt eben tauscht, beziehungsweise sich gegenseitig halt eben gibt. Aber das ist halt eben nur eine Symbolik der Verbundenheit. Es gibt halt eben noch weitere, aber das ist im Endeffekt halt eben das Entscheidendste, um dann halt eben auch sagen zu können, ja, ach, Knochen, mehr haben wir ja noch draußen, um halt eben wirklich sagen zu können, ja, wir sind jetzt halt eben wirklich eins geworden, eins miteinander halt eben verbunden. Jetzt bin ich hier gerade kurz am Schauen und Überlegen, was sollen wir nehmen für eine Hecke? Sollen wir die hier nehmen? Dann würde ich dann vielleicht sowas hier machen und dann können wir hier noch ein Blümchen reinsetzen. Ist jetzt nicht wirklich groß, klar, aber wir wollen ja halt eben auch nur eine kleine Hecke dann halt eben haben. Moment mal, machen wir hier noch, nein, nicht so krass, ja, ein bisschen besser, aber hier würde ich auch gern ein kleines Gras oder zweites Blümchen, ja, sieht doch gut aus, ja, 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 ihr merkt, ich bin heute sehr entscheidungsfreudig. Na komm, machen wir da so eine weiße Tulpe hin. Sieht vielleicht ein bisschen verloren aus, oder? Nee. Ja, jetzt müssen wir halt eben nur noch schauen, dass die Bäume hier wachsen und was für Bäume draus werden. Hoffentlich nicht zu große. Sieht akzeptabel aus. Ja. Ja. Geht in Ordnung. Also ist jetzt nicht übertrieben groß, aber auch nicht super mini. Und was wird aus der Birke? Aus der Birke wird ein Tropenbaum. Nein. Ein Eichenbaum. Und ein Birkenbaum mit Blumennest. Blumennest. Oh, Florian, konzentrier dich doch bitte. Meine Güte. Mit Bienennest natürlich, nicht Blumennest. Boah, Katastrophe. Naja, aber da sind die Bienen ja dann halt eben gut versorgt. Haben hier halt eben auch die verschiedensten Blumen dann halt eben zum Bestäuben und Honig einsammeln. Das ist doch schön. Das gefällt mir. Daran hätte ich jetzt nicht so schnell gedacht. Aber das ist auf jeden Fall klasse. Ja, das gefällt mir.
Ja, wird halt eben irgendwann einmal die Grafik halt eben es anzeigen, dass da schon fast der Honig halt eben raustropft, aber das könnte man ja dann halt eben auch so lassen, hätte ich mal behauptet, oder? Tja, ist doch keine schlechte Idee. Und ja, ich muss zugeben, mit dem Holzboden sieht es dann halt eben schon besser und einladender aus. Ich glaube, das Einzige, was wir vielleicht noch machen müssten, ist halt eben hier die Glasfront halt eben noch mal um eins nach oben versetzen, dass man nicht sich aus Versehen oder mit Absicht in den Tod stürzt. Aber ansonsten würde ich das halt eben mal vorläufig halt eben so lassen, die Dachterrasse. Und bin halt eben auf eure Meinungen halt eben gespannt und ob wir da halt eben auch Verbesserungsvorschläge haben. Also, wir können da noch einiges halt eben umbauen. Ich habe jetzt halt eben das Eichenholz für den Boden genommen und die Birke für die Bänke, dass wir halt eben einen schönen Kontrast halt eben haben. Könnte vielleicht halt eben ein bisschen zu heftig sein, der Kontrast, aber ihr könnt es mir ja sehr, sehr gerne halt eben in die Kommentare halt eben reinschreiben, was ihr davon haltet. Und dann können wir ja dann weitersehen, was wir daraus dann halt eben noch so machen. Aber so im Allgemeinen bin ich doch recht zufrieden. Okay, es könnten vielleicht halt eben ein paar mehr unterschiedliche Blumen halt eben dran sein, aber Minecraft gibt halt eben leider nicht ganz so viel her. Aber ja, wir haben ein bisschen was geschaffen. So, jetzt wollte ich mich hier auf so eine Bank halt eben hinsetzen, aber in Minecraft geht es ja nicht einfach, dass man sich da hinsetzt. Also müssen wir es uns einfach halt eben vorstellen, dass wir uns hier an diesen kleinen Park dann halt eben gemütlich halt eben reinsetzen, das prasselnde Feuer genießen, vielleicht dann halt eben noch was Schönes zu trinken in der Hand haben und den Trubel der nicht vorhandenen Stadt halt eben zu genießen, die sich so langsam Stück für Stück dann halt eben aufbauen wird. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, macht das Beste draus und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.